Yo, servus, wie geht's euch und so? Ich bin's, der Big Mesher, und willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Fairy Bloom Frasier. Ein Spiel, das ich von Steam habe. Ja, diesmal kein Indie-Game, sondern ein Spiel, das ich mir wirklich von Steam gekauft habe per Geld. Und insofern fangen wir am besten gleich an. Das ist ein Action-Game, oder sagen wir mal, wie nennt man die nochmal? Fighting-Game, also kein Beat'em-Up, sondern ein Fighting-Game. Und dann fange ich am besten mal mit der Story an. Ich habe schon bereits die Optionen eingestellt und ja, neues Spiel. Natürlich nochmal. Um was geht's in dem Spiel? Also wir sind eine... Hopsa. Ja, genau, wir sind eine Fee und müssen den Wald verteidigen vor diesen Viechern da. Warte mal kurz, ich muss mal gucken, wie ich springen kann. Oh, das ist ja Tutorial. Okay, cool. Was ist der Sprungknopf? Ah, das ist der Sprungknopf. Okay. Also ich spiele das Ganze mit dem Controller. Insofern, ich muss mich gerade an der Steuerung noch ein bisschen zurechtfinden. Vielleicht ist euch irgendetwas aufgefallen. Und zwar, ich benutze diesmal ein voll registriertes Aufnahmeprogramm. Das heißt, keine Wasserzeichen mehr im Bild. Und ich muss auch nie wieder nervige Breaks machen. Gegen wie viele muss ich eigentlich hier überhaupt kämpfen? Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Ich habe zwar den Sound eingestellt, aber ich habe das Gefühl, dass das Spiel immer noch zu laut ist. Aber wahrscheinlich liegt es einfach nur an der Lautstärke von meinen Kopfhörern. Abwehr? Wo kann ich abwehren? Ah, das ist der Abwehrknopf, okay. Ich habe die ganze Zeit nicht auf das Tutorial geguckt, das da unten steht. Insofern, ich habe keine Ahnung, was los ist. Anscheinend bin ich immer noch im Tutorial. Kann ich eigentlich hier rausgehen? Dann hau ich mal hier ab. Anscheinend muss ich immer noch hier weiterkämpfen. Ich habe nichts dagegen, wenn es endlich mal ins richtige Level geht. Okay, so mache ich stärkere Angriffe. Cool. Kann ich eigentlich Spezialattacken machen? Auf jeden Fall, das ist doch mal was anderes als das, was ich normalerweise spiele. Ursprünglich wollte ich eigentlich mit einem meiner normalen Let's Plays weitermachen. Aber, sagen wir es einfach mal so. Bei einigen Spielen habe ich dann die Motivation verlassen. Nicht, dass ich was gegen diese Spiele hätte. Aber, meine derzeitigen Spiele, sage ich einfach mal so, da habe ich mir gedacht, nach längerer Zeit, warum versuche ich es nicht mal mit einem neuen Spiel? Und jetzt, wo ich halt mehr Aufnahmezeit habe, und zwar unendlich, warum versuche ich es nicht mit einem anderen Spiel? Genau. Ich würde gerne endlich mal, ja, wie soll ich sagen? Ich würde gerne mal in ein anderes Level kommen, oder ist das das einzige Level hier? Ich glaube, das ist das einzige Level hier, oder bilde ich mir das nur... Oh, doch nicht. Endlich, endlich, ich komme in ein neues Level. Ich bin fertig. Und ich habe schon gedacht, das ist der einzige Ort, in dem ich kämpfen werde. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auf Level 2 und ich brauche noch circa 133 XP, um auf Level 3 zu steigen. Cool. So, das ist unser Hauptcharakter, daher auch der Name Frasier, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und wir sprechen mit irgendeinem Meister Yeoman. Oh, okay. Das ist der Baum, also Meister Yeoman ist der Baum. Aha, okay. Genau wie in The Legend of Zelda. Dieses Spiel kann man in zwei Sprachen einstellen, einmal Englisch und einmal Japanisch. Also ihr habt keine deutsche Auswahl, sondern nur diese beiden Sprachen. Deswegen habe ich Englisch genommen, damit ihr alle auch etwas verstehen könnt. Ich speziell, weil ich das Spiel spielen muss. So, also anscheinend haben einige Monster diesen Wald angegriffen, die von außerhalb kommen. Und wir müssen den Wald natürlich verteidigen. So, Intermission. Oh, okay. Dann speichere ich mal am besten. Genau hier. Speichern. Yes. Genau. So. Was ist das hier?
Oh, hier kann ich also Spezialattacken erwerben. Coole Sache. Ja. Kann ich diese Attacke schon bereits einsetzen? Was ist hiermit? Also das ist jetzt hier Special. Ha! Okay. Also Crescent Spike, was auch immer das sein soll. HP Boost klingt immer gut. Und ja, das war's vom HP Boost. Okay. So, Skills. Okay, hier kann ich anscheinend meine Skills reintun. Hey, bin nur ich das oder sieht dieses Skillsystem irgendwie aus wie bei den Tales-Serien, also Tales of Serien? Ich meine jetzt nur. Okay. Anscheinend ist das Kampfsystem genau wie bei Tales of irgendwas. Also sagen wir jetzt mal bestes Beispiel, aktuelleres Spiel, Tales of Xillia. Also hier mit eine Richtung geben und dann die Spezialattacke einsetzen. Okay, coole Sache. Dann werde ich auf jeden Fall wunderbar zurecht mit diesem Spiel kommen. Okay. So, ich gucke mir jetzt nochmal die Control Settings an, nur damit ich weiß, wo ich Spezialattacken einsetzen kann. Also 4, okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Coole Sache. Und das speichern wir selbstverständlich ab. So, können wir jetzt weiter? Achso, genau, ich muss ja canceln, damit ich weiterkommen kann. Hab ich total vergessen. Ha! Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich gedacht. Wow, was war denn das? Okay. Ich nehme alles wieder zurück. Ich, auf jeden Fall, die Tasten sind ein bisschen seltsam verlegt, weil bei den Control-Settings hat man mir angezeigt, dass Taste 4 die Spezialattacke ist. Aber das, also das wäre auf dem Gamepad jetzt die oberste Taste, aber bei mir ist es anscheinend die unterste Taste. Auf jeden Fall, ich weiß, wie ich meine Spezialattacken einsetzen kann. Das ist das Mindeste. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber es sah cool aus. Mit was verprügge ich eigentlich meine Gegner? So wie es aussieht, verprügge ich meine Gegner mit einem Blatt. Mein Gott, ich hatte ja nicht gewusst, dass Blätter so tödlich sein können. Awesome. Und ich bin sogar auf Level 3. Besser hätte es für mich nicht kommen können. So, haha. Kann ich jetzt noch irgendwie mein Mana in andere Attacken reinstecken? Als das für die Stärke. Ich werde definitiv was in die Stärke hineinstecken. Und jetzt für die HP. Wunderbar, dann speichere ich gleich ab. Das Spiel ist recht simpel, muss ich eigentlich sagen. Okay, das ist auch noch recht am Anfang. Aber etwas, über das ich mich doch wundere, ist das jetzt wirklich das einzige Level? Weil ich habe in den Screenshots gesehen, dass es noch mehr Level gibt. Wahrscheinlich muss ich erst eine bestimmte Anzahl von Gegnern verprügeln und dann den Boss, dann komme ich erst in die nächste Ebene rein. Ja. Was ich cool finde, wenn man die Gegner quer durch das ganze Spielfeld kickt und die in andere Gegner hineinfliegen, dann nehmen die extra Schaden. Das finde ich cool. Auf jeden Fall, ich glaube, mein Mana ist gerade leer gegangen, oder? Ah, nee, doch nicht. Ich habe eben gerade gedacht. Was? Ich habe eine Spezialattacke erworben. Coole Sache. Ich habe eine Spezialattacke erworben. Und wieder habe ich was erworben. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist cool. Okay, das sage ich zu allem, weil neue Techniken sind immer cool. Ich muss ein bisschen vorsichtiger machen, weil meine HP gehen langsam zur Neige. Okay, ich bin gerade erstmal bei der Hälfte, aber trotzdem. Da sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann gucke ich mal, was ich bekommen habe. So, Skills. Halt, nein.
So. Das nehme ich auf jeden Fall. Das nehme ich auch auf jeden Fall. So. Jetzt habe ich nur noch für Magie, als für mein Mana. Wunderbar. Und jetzt stelle ich das noch ein. Also Reverse Spin. Dann nehme ich das hier. Okay. Ist das eigentlich für ganz normales Spezialangriff? Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall, ich speichere das jetzt nochmal ab. Und dann stürze ich mich gleich nochmal in den nächsten Kampf hinein. Und nach dem Kampf höre ich dann aber auch auf. Oh! Was ist das? Okay. Oh, okay, ich muss jetzt diverse Sachen beschützen, also beziehungsweise dieses Vortex-Ding. Oder Schutzschild, um genau zu sein. Bleib weg von dem Ding! Das sah cool aus. Nein, 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 nicht angreifen, nicht angreifen. Ha. Nein, 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 nicht angreifen, nicht angreifen, verdammt. Theoretisch sollte ich eigentlich die Gegner eher mehr an diesem Ding näher rankommen lassen, damit ich sie angreifen kann. Wenn ich mich zu weit entferne, das ist dann ein bisschen schlecht. Immer schön cool bleiben, immer schön cool bleiben. Ha, wunderbar. Damit habe ich auch den Kampf überstanden. Tag 4. Ach, das ist nach Tagen unterteilt, okay. Auf jeden Fall, mal gucken, was ich dazu bekommen habe. Ich habe wieder neue Techniken bekommen. Und... na gut, erstmal erhöhe ich hier meine Fähigkeiten. Habe ich sonst noch... was ist denn das? Das nehme ich auf jeden Fall. Und was habe ich dann hier optional? Dann, ich nehme zu den Basics noch was dazu. Ja, dann soll es das gewesen sein. Das speichere ich natürlich... halt, nein. Ich habe was vergessen. Da nehme ich... nein, da nehme ich das hier. Wunderbar, und dann speichere ich auch ab. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao. Hey, wollt ihr mal andere Videos von mir sehen oder Let's Plays, die sich von den anderen distanzieren? Dann klickt einfach eins von den beiden Videos an oder besucht mich gleich auf der Mecha Talks. Ich freue mich schon auf euren Besuch. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.